Der Ball rollt wieder in der Raiffeisen Super League. Die Winterpause ist vorbei. Eine Winterpause, wo einiges passiert ist, unter anderem beim FC Luzern. Herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Fußball-Talk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind nach der Winterpause jetzt wieder zurück. Gerumort hat es in den letzten 6 Wochen vor allem beim FC Luzern. Der dienstälteste Trainer der Super League hat müssen gehen und ist ersetzt worden beim FC Luzern durch den Gerardo Seoane. Aus diesem Grund ist der FC Luzern das Hauptthema der heutigen Sendung. Und dazu habe ich folgende Gäste bei mir hier im Studio eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich den David Zibum. Er ist ein Luzerner Urgestein. Der ehemalige Captain ist bis ziemlich genau vor einem Jahr als Nummer 1 Goalie abgelöst worden und hat jetzt mit dem Gerardo Seoane seinen ehemaligen Mitspieler als Chefcoach. Er sagt, das war ein wichtiger Sieg gestern gegen Lausanne, aber noch viel wichtiger ist jetzt, demütig zu bleiben und konzentriert weiterzuarbeiten. Dann weiter in der Runde, herzlich willkommen, begrüße ich den Roger Wehrli, ehemaliger Nationalspieler und vierfacher Schweizer Meister mit GC. Zwischen 1985 und 1990 hat er für den FC Luzern gespielt und ist mit den Zentralschweizer als Captain einmal Schweizer Meister geworden. Er sagt, im Vision 21 Papier vom FC Luzern steht, wir wollen Pokale gewinnen. Ich frage mich ernsthaft, wie ist das wollen erreichen? Dann weiter in der Runde haben wir den Dani Wirsch, Journalist bei der Luzerner Zeitung und seit Jahren genauer Beobachter des Geschehens beim FC Luzern. Er ist der Meinung, der Seoane hat den Draht zur Mannschaft sofort gefunden. Trotz dem Sieg von gestern liegt aber ein steiniger Weg vor dem FC Luzern. Und zu guter Letzt, wie immer an meiner Seite bei Heimspiel, der Rolf Fringer, ist ein Teleclub-Fußball-Experte, ist der Meinung, der Gerardo Seoane tut dem FCL gut. Zusammen mit dem Remo Meier ist der FCL sportlich auf einem guten Weg. Ja, David Zibung. Ein guter Kollege von dir ist jetzt dein Cheftrainer. Du hast sogar zusammen mit ihm gespielt. Unter anderem auch der Lustenberger, einer von deinen Mitspielern. Ist die Situation eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Auch unter dem Bewusstsein, dass ja die Mitspieler das wissen, dass ihr ja eine relativ enge Beziehung habt. Ich hoffe natürlich, dass es ein Vorteil ist. Es ist eine spezielle Situation. Ich habe das noch nie so erlebt, dass ein ehemaliger Mitspieler mein direkter Chef, sprich als Trainer, angestellt ist. Aber die Aufgaben sind klar verteilt. Jerry ist jetzt der Cheftrainer und nicht mehr der Mitspieler. Er ist der Chef, er hat die ganze Mannschaft zu führen. Und ich hoffe wirklich, dass es ein Vorteil ist, weil halt jetzt das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler nicht so distanziert ist, wie wenn man einen externen Trainer in die Mannschaft bekommt. Und ich hoffe, oder es ist sicher so, dass es für den Trainer auch einfacher ist, auf die Spieler zuzugehen. Nochmal. Wie du gesagt hast, Claudio Lustenberger ist auch ein Spieler, der schon mit dem Jerry zusammengespielt hat. Und so ist der Weg eigentlich. Man muss ja verstehen, dass es eigentlich immer eine kleine Distanz gibt zwischen Trainer und Spieler. Die ist da, aber es fällt einem einfacher, einem Trainer mal etwas zu fragen oder einen Input zu geben. Also einfach die Schwellenangst ist nicht so gross. Ja, die Hemmschwelle ist sicher tiefer. Und am Ende des Tages geht es um einen Erfolg. Und ich hoffe wirklich, dass es ein Vorteil ist. Dass man jetzt vielleicht den Austausch noch direkter zum Trainer hat, weder dass das in den vergangenen Jahren war, wo die Hemmschwelle natürlich automatisch und logisch ein bisschen grösser ist. Roger Wehrli, hast du das von deiner Karriere auch schon erlebt, dass unter Umständen ein Mitspieler dein Trainer geworden ist oder umgekehrt? Ich möchte zuerst noch etwas anderes sagen. Sven, ich möchte dir gratulieren. Du machst die Sendung sensationell. Das war ein Wunsch von vielen, dass ich dir das sage. Und die Hockey-Sendung mit dem Herrn Delgurto, die sind Weltklasse. Das hat jetzt, glaube ich, aber heute ist der FC Luzern. Jetzt kommen wir zum Anfang. Ich bedanke mich. Der Wunsch war wahnsinnig. Ja, so viel wissen wir. Vielen herzlichen Dank. Und die Frage. Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, wenn jetzt ein Mitspieler oder ein ehemaliger Mitspieler. Da kommt immer auf den Spieler drauf an. Ja. Es gibt ehrliche Spieler, es gibt falsche Spieler. Ja. Und die Ehrlichen mögen es gut mit dem Trainer und die anderen halt ein bisschen weniger, die geniessen ihn dann. Rolf Ringer, du hast in deiner Karriere auch schon so eine Situation erlebt, oder? Also da, wo du Trainer bist worden, obwohl du das vorher mit ihnen gespielt hast. Wie ist das mit der Distanz? Ich glaube, es kommt auf eins drauf an, auf die Persönlichkeit des Trainers. Also das Alter spielt keine Rolle. Persönlichkeit und die Autorität hole ich mit der Fachkompetenz und mit der Sozialkompetenz. Und da kann ich jünger sein. Ich habe in der ersten Liga angefangen, im 85, da hatte ich ältere Spieler, ich war 28. Und das Beispiel, das du sagst, im 90
bin ich verletzt in Schaffhausen, habe mir aufhören Fußball spielen. Nach 3 Spielen war ich Letzter, bin ich Trainer worden und 2 Runden später sind wir Erster. Also es kommt auf Persönlichkeit drauf an. Und die Spieler haben den Respekt, wenn der Trainer die Persönlichkeit hat, die Autorität hat, die Fachkompetenz hat, die Loyalität hat, und es hat nur mit dem zu tun. Der Start ist gelungen vom neuen Trainer vom FCL, vom Thierry Seoane. Und zwar hat man gestern gegen Lausanne gewonnen, daheim. Wir schauen uns doch die entscheidende Szene gerade mal schnell an, bitte, Rolf. Ja, Luzern hat sehr, sehr dominant angegriffen. Flanken von der Seite, Greter, Djuric verlängert und Rodriguez macht sie hervorragend. Das war ein ganz schwieriges Goal. Da sieht man einmal, Domi Juric gönnt den Kopf in der Mitte. Ein bisschen Unordnung bei Lausanne. Aber den Ball muss ich aufs Goal bringen. Halbvolley, super gemacht. Und sie sind so entschlossen im Spiel und haben das Goal irgendwann angezogen und verdient. Dann nach 30 Minuten passt zum Christian Schnöbli. Wichtig ist, dass man halt aufs Goal schießt. Von 20, 25 Metern. Da hat das nötige Glück gehabt, dass er abgefälscht worden ist. Aber sie haben den Ball erkämpft in der Vorwärtsbewegung von Lausanne. Er hat gerade aufs Goal geschossen. Und nur so kann man eben auch das Glück auf seine Seite zwingen. Und das ist dann das Anschlussgoal von Lausanne kurz vor Schluss, in der 86. Da auch ein bisschen Getümmel. Cololli, gewohnte Manier, hat einen guten Schuss. Das war nur noch der Ehrentreffer. Und da sieht man es nochmal. Viele Spieler im 16er, das ist immer schwer. Da weiss man nicht, wo der Ball angeht. Und er schiesst gerade direkt. Und 2-1. Ich denke, am Schluss war das für Luzern verdient. Und das Spiel hat wieder gezeigt, wenn man entschlossen in ein Spiel geht und agiert und unbedingt etwas machen will, dann zieht man eben das Glück eher an. Und ich glaube, das war sicher mit der Entscheidung für den FCL gestern. Also das erste Erfolgserlebnis von Thierry Seoane. Was er zum Spiel gesagt hat, das schauen wir uns jetzt gerade schnell an. Ja, also der Start ist sicher noch massen. Wenn man so früh in Führung kam, ist das immer eine Hilfe. Nicht der Mannschaft gerade Vertrauen, Selbstvertrauen geben. Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit sehr aufsässig. Wir hatten einige Torchancen gehabt. Und am Schluss, wie sich gehört, muss man leiden. Lausanne hat am Schluss noch einige gute Torchancen gehabt. Wir sind natürlich glücklich, dass es nicht gelangt hat. Daniel Wirsch, wie hat dir der Öfter gefallen? Es war laufstark, kampfstark. Sie haben probiert gemacht. Und da, wie gesagt, wie es darauf gesagt hat, haben probiert zu schießen. Und haben das Glück gehabt, das nötige Glück. Am Schluss hat noch den Latte treffen. Dort von Cololli, kurz vor Schluss, könnte es noch 2-2 werden. Aber ich denke, es verdient das Glück vom FC Luzern, dass sie hier der erste Sieg landet. David Siebung, du hast den Match von der Bank aus beobachtet. Spüren wir jetzt schon eine gewisse Handschrift von Thierry Seoane? Ja, wir erkennen sicher gewisse Teile, die sich etwas geändert haben. Was hat sich denn geändert? Ja, vom System angefangen haben wir jetzt sicher etwas anders gespielt. Und jeder Trainer hat ja gewisse Punkte, die für ihn basic sind, oder? Die für ihn wichtig sind. Und die sind bei jedem Trainer, den ich jetzt erlebt habe, unterschiedlich. Die hat er probiert, vom ersten Tag an, als er schon interimsmässig Trainer war, uns zu vermitteln. Er hat vom ersten Tag an, nochmal, auch wo er interimsmässig schon war, jeder Spieler in die Verantwortung genommen für die ganze Situation und die Verantwortung an den Spieler gegeben, weil die ja jetzt auch zuständig sind, dass wir die Situation lösen können. Zusammen mit dem ganzen Trainerteam, zusammen als ganzer Verein, werden wir das können schaffen, aber es muss jeder Verantwortung übernehmen und nicht meinen, der andere macht es dann schon und der macht es dann auch, weil dann funktioniert es eben nicht. Und das ist sicher das gsi, wo am meisten geändert hat. Dann sicher auffallend gsi jetzt, was die Leute auch sehr honoriert haben gestern. Wir wollten höher angreifen, wir wollten ein Zeichen setzen, wir wollten den 12. Mann hinter uns holen, weil wir wissen auch, dass es im Abstiegskampf entscheidend kann sein, wenn man das Publikum im Rücken hat, wenn Zuschauer ins Stadion kommen, wenn man die kann begeistern kann. Und erfahrungsgemäß beim FC Luzern, wenn die Leute auf der Tribüne sehen, dass gelaufen wird, dass füreinander gegangen wird und dass man totale Solidarität und Identifikation zum Verein auf den Platz bringt, dann tut das Publikum honorieren und hilft dann auch. Mhm. Also, das war sicher ein grosser Pluspunkt für uns gestern, weil wir haben, wie es der Trainer gesagt hat, 70 Minuten eigentlich sehr guten Match gespielt. Mhm. Und die letzten 20 Minuten mussten wir leiden. Ja. Aber wir hatten den 12. Mann im Rücken, der geholfen hat, uns den Vorsprung über die Runde zu bringen. Und jetzt haben wir zum Glück die ersten 3 Punkte in der Rückrunde einfahren können. Aber genau, es ist noch lang, die Rückrunde. Aber es ist noch lang. Und Roger Wehrli, hast du einen Unterschied gesehen zur Mannschaft jetzt in der Vorrunde und jetzt im ersten Spiel? Ja, der Start ist ihnen sicher gelungen. Aber ich meine, es war ja klar, wir hätten die 3 Punkte erwartet gegen Lausanne. Und sonst wären ja die Diskussionen erst recht wieder angefangen, oder? Weil wir hätten ja eigentlich die billigste Lösung genommen als Trainer.
Also, das ist für mich klar. Zu dem kommen wir nachher noch zu sprechen, gut, also sorry, mit dem ganzen Trainerwechsel. Aber jetzt so rein von der Mentalität her, hat man gemerkt, dass ist ja, also ich habe einfach die ersten 10 Minuten gemerkt, dass sie ein bisschen Vorchecking gemacht haben. Das war okay. Rolf? Das, was Dave gesagt hat, ist ganz entscheidend. Das geht jetzt nicht nur ums Spiel von gestern, sondern das hat man auch immer lesen können. Die Einstellung in der ganzen Vorbereitungsphase war ganz entscheidend. In so Situationen muss jeder mit Hut und Haar für den FCL da sein. Man muss sagen, das Privat hinten anstellen, man muss solidarisch sein, man muss alles fürs Team machen. Und ich kann das Glück so auch zwingen mit einer guten Einstellung. Und das hat der Jerry heute auch herausgestrichen, dass sie eben, sagen, das Wettkampfglück am Schluss haben sie nicht an dem Spiel erkrampft oder erarbeitet, sondern wenn die Mannschaft untereinander total solidarisch ist und füreinander aus Feuer geht und für den Verein, dann habe ich halt etwa mal in entscheidenden Moment auch das Glück, das kann ich mir eben erarbeiten in dieser Vorbereitung. Und das war durchaus genau eine richtige Feststellung. Und darum haben sie das 2-1 auch über die Runde gebracht. Natürlich super angefangen, man muss agieren am Anfang, man muss freche spielen und nicht immer abwarten und dann mal schauen, dann kommst du zu nichts mehr. Und da merkt man natürlich schon, das hat der Jerry auch gesagt und man hat auch gespürt, oder hat immer gesagt, was wir können geben als Spieler, das ist etwas, was man glaubt, früher auch immer gesagt hat, oder man kann durchs Feuer für den Compagnon, man kann für den FC durchs Feuer, man kann alles machen. Und wenn ich alles gemacht habe, kann ich in den Spiegel schauen und dann muss ich können sagen, ich habe alles gemacht. Und wenn das jeder Spieler kann, habe ich in der Regel eben eher Glück als Pech. Und ich glaube, das ist auch der Weg, dass Luzern auf diese Art und Weise am Schluss hinführen kommt. Der Jerry Seoane hat im Vorfeld gesagt, er will jetzt nicht mehr zurückschauen, sondern vorwärts schauen, was man ja ganz gut verstehen kann. Aber wir die hier in der Reitingssendung noch mal ein bisschen zurückschauen. Und zwar ist ja der Trainer entlassen worden, also der Markus Babbel, Dani Wirsch. Ja, die Vereinsführung hat eigentlich gesagt, wo sich der Markus Babbel geäussert hat, kritisch geäussert hat gegenüber der Vereinsführung, sie sei sehr überrascht. Bist du das auch gewesen? Nein, absolut nicht. Also von mir aus gesehen ist das natürlich auch ein bisschen taktisch gewesen von der Vereinsführung, dass sie ihn ein bisschen im Stil stehen haben. Und der Vertrag ist ja nicht verlängert worden, er hat im Sommer wieder ausgelaufen gewesen. Und es ist ganz klar auf der Hand gelegen, dass der Markus Babbel in der Zwickmühle war, allein da geworden wäre, wenn er die Rückrunde noch bestritten hätte, wäre es für ihn sehr schwierig geworden, weil man gewusst hat, im Sommer muss er gehen. Und ich denke, dass er die halt Notbremse gezogen hat und das provoziert hat bei uns, bei den Medien, wo er gesagt hat, im Sommer bin ich weg. Mhm. Da müsste doch einiges schon im Vorfeld nicht mehr gestimmt haben. Wie hast du das wahrgenommen innerhalb der Mannschaft? Also so das Verhältnis zwischen der Geschäftsstelle und eben dem Headcoach oder dem Trainerteam? Also ich muss ehrlich sagen, wir... Bist du überrascht gewesen, dass er sich so geäussert hat? Ja, sehr überrascht gewesen. Das ganze Team war sehr überrascht gewesen, weil wir haben uns getroffen zum Trainingsstart und er hatte eine Ansprache am Morgen und es ist inhaltlich eigentlich nur darum gegangen, was ist der Weg, den wir gehen wollen, für das Ziel Klassenerhalt. Das war das Einzige, was Thema war. Und da sind wir natürlich schon ein bisschen verschrocken über die Aussagen nachher. Wir haben das alles ja auch über die Presse erfahren, weil der Markus glaub, gar nicht mehr dazu gekommen ist, uns das noch vorher zu sagen. Also ich habe für uns ist es so übergekommen, dass es eine Kurzschlussreaktion war. Von Markus Babbel? Ja. Aber ob es so war am Ende des Tages, das kann ich nicht beurteilen. Das Verhältnis zu der Geschäftsstelle kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, weil wenn man unser Stadion ein bisschen kennt, ist die Geschäftsstelle auf der einen Seite und der Trakt, wo die Spieler und Trainer sich befinden, auf dieser. Also haben wir das gar nicht direkt mitbekommen, wie ist das Verhältnis zwischen Geschäftsstelle und Trainer. Und ich finde einfach, dass es für einen Spieler auch nicht sehr darauf abkommen, wie das Verhältnis ist. Weil wir Spieler beziehen Lohn zum Trainieren und zum Shooten. Und wir haben gefälligst unsere Energie auch für das zu brauchen. Und nicht Energie zu brauchen, um sich Gedanken zu machen, was hat der Trainer für ein Verhältnis mit der Führung. Und trotzdem, also der Markus Babbel war sich nie schon irgendwie kernige Aussagen in der Öffentlichkeit zu machen, der Mannschaft gegenüber. Also es war dann schon ein bisschen baff, dass die Vereinsführung so überrascht ist, dass er wieder so eine kernige Aussage macht, oder nicht? Gut, er hat eigentlich immer gute Aussagen gemacht, weil er ist natürlich Münchner. Mhm. Und er ist abgehärtet oder, in München. Und die Lehre ja das auch zu provozieren und zurückgeben. Und wir konnten aber auch einstecken. Und das ist halt in der Schweiz ist das schon ein bisschen schwierig. Oder? Wenn du deine ehrliche Meinung sagst, dann kommst du immer ein bisschen in die Schwierigkeiten, auch in einer Clubführung. Oder? Hast du das Gefühl, es war Kalkül von Markus Babbel, Rolf Ringer? Jein.
Ich glaube, er wollte einfach ein bisschen wachrütteln und sagen, das kann nicht so weitergehen, dass wir da ständig negative Schlagzeilen haben in der Zeitung, was Geschäftsführer anbelangt. Der geht, der geht, der geht. Es war vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, um irgendwo vielleicht auch alle ein bisschen die Verantwortung zu nehmen. Ich bin nicht ganz sicher, dass das Kalkül war, dass er gewusst hat, wenn ich das jetzt sage, bin ich da weg. Sondern er wollte darauf hinweisen, dass wenn es dann schwierig wird, dass dann musst du einfach wissen, auch als Zuschauer, wenn das so rundum rumort, ist es dann nicht so einfach für mich und für uns. Ich glaube eh nicht, dass es in die Richtung gegangen ist. Und dann hat das natürlich eine Dynamik angenommen, wo man gesagt hat, ja, das, so geht das gar nicht mehr. Wenn einer nicht mit Leib und Seele da für den Verein arbeiten wird, dann geht das nicht mehr. Also ich habe eh das Gefühl, es war dort ein bisschen halb-halb. Er wollte darauf hinweisen, aber auch ein bisschen vielleicht als Selbstschutz. Und dann hat man natürlich festgestellt, über die Presse, dass das Dynamik genommen hat, dass der Verein gar nicht mehr anders können handeln konnte, als was sie dann gemacht haben. Was der Sportkoordinator Remo Meier zu diesen Turbulenzen zu sagen hat, das schauen wir uns jetzt schnell an. Ja, für uns ist alles sehr überraschend gekommen. Dann ist es sehr unruhig eine Zeit lang. Da haben wir sicher ein paar Tage gebraucht, um uns ein bisschen sammeln, klare Gedanken machen und dann einen wichtigen Entscheid fällen für den ganzen Verein, für das Team. Und wir sind voll überzeugt, dass wir das richtig gemacht haben. Ja. Wer hätte gerade bei so Entscheidungen das letzte Wort oder welches Gremium entscheidet da schlussendlich? Ja, das ist ein Strategieausschuss eigentlich bei uns, wo der Präsident drin ist, wo Marco Sieber drin ist, der CEO drin ist, Marcel Kählin, aber wo ich den Lead habe. In solchen Situationen ist euch so ein bisschen Tradition, dass sich dann der Geldgeber meldet beim FC Luzern. Das ist dann tatsächlich so, dass der Herr Albstegg sich geäussert hat in der Öffentlichkeit. Er hat von Bircher Müsli Trainer geredet und so weiter. Und der Kommentar nachher von Philipp Stutthalter, vom Präsident, war, ja, sie sind eigentlich froh um die Aussage, oder, vom Geldgeber Albstegg. Das sei eigentlich auch die Meinung vom Verwaltungsrat. Tut man dem Babbel nicht ein bisschen Unrecht, also wenn man jetzt gerade so, wenn man dann gerade so reagiert auf das? Also, er war immer hinter den Stellen Trainer in der Raiffeisen Superliga. Er war mehr als 3 Jahre Trainer beim FC Luzern und ist 2x Fünfter und 1 Dritter geworden. Also jetzt rein von den Leistungen her ist er auch einer der besseren Trainer vom FC Luzern in der Clubgeschichte. Und von dem her finde ich es wieder unglücklich, dass man ihm wieder einem verdienten Trainer oder einem verdienten Protagonist vom Verein Dreck hinterherwirft. Und das habe ich auch kommentiert. So, das haben wir schon x-mal erlebt in der Clubgeschichte vom FC Luzern, dass das passiert ist. Und es ist ein weiteres Mal passiert. Und ich finde, es ist für die Zukunft von einem Verein nicht gut, dass man das macht. Ja, und in dem Kommentar von Philipp Stutthalter schwingt ja uns ein kleines bisschen mit. Ja, man ist froh, wenn der Geldgeber etwas sagt. Und man hat eigentlich als Verwaltungsrat und Geschäftsstelle nicht unbedingt den Mühe, so Aussagen zu machen in der Öffentlichkeit. Also, ist ja schon noch speziell, finde ich, oder? Gut, der Herr Albstegg ist natürlich ein Bauchnüttel wie ich. Weißt, wir überlegen nicht gross, wir sagen, was wir denken. Ja. Und das ist eine typische Aussage von ihm. Ja. Und darum viele lachen über ihn, viele fluchen über ihn. Aber er hat es wahrscheinlich noch etwas gern, dass man über ihn redet. Aber ich habe das eigentlich noch gut gefunden. Ja, wie sieht das ein Spieler? Also das hat sich jetzt schon ein paar Mal so geäussert, dass eben der Herr Albstegg sich dann in der Öffentlichkeit äußert. Und dann gibt das sofort irgendwie halt auch eine gewisse Dynamik in der Geschäftsstelle. Ja, aber ich kann mich fast noch wiederholen. Klar kommen das als Spieler mit über. Klar, aber Moment, man macht sich ja trotzdem, man macht sich ja gleich Gedanken. Und unter den Spielern diskutiert man ja auch, oder? Also das heisst, es ist ja so, es ist dein Club, du bist da angestellt und irgendwo will ja auch, dass deinem Club gut geht. Und wenn halt dann immer wieder so ein bisschen Querelen kommen, so, dann diskutiert man ja auch über das. Ist klar, dass das Thema nicht einfach unter den Teppich gewischt wird und wir reden nicht darüber. Klar, wird darüber geredet, das ist normal. Aber nicht nur mehr, das sind Fans, das sind alle Leute reden über das. Aber nochmal, das sind immer die Momente, wo wir ältere Spieler natürlich, wo das halt eben nicht das erste Mal miterleben, dann auch der Mannschaft sagen, das gehört dazu. Es ist in der heutigen Zeit so, dass die Journalisten auch gewisse Sachen suchen, dass sie Zeitungen füllen können, dass sie attraktiv bleiben für die Leser. Aber das war jetzt nicht wirklich gesucht, oder? Ja, ich denke, irgendeiner muss das Telefon in die Hand genommen haben und Herr Albstegg mal angerufen haben, dass er überhaupt so eine Aussage macht. Und darum. Aber es ist ja egal, jeder soll seinen Job machen. Und genau auf das wollte ich jetzt zurückkommen. Auch wir spielen, hey, wir haben unseren Job zu machen. Wir haben nicht zu werten oder zu bewerten, was der Herr Albstegg sagt, was der Herr Würsch für einen Job macht. Wir haben uns zu konzentrieren auf unsere Aufgabe. Mhm. Und wir haben unsere Energie zu brauchen für das, was sie nötig ist. Und die Aufgabe heisst jetzt Abstiegskampf. Mhm. Und alles andere interessiert und dürfte Spieler nicht interessieren. Mhm. Weil es interessiert auch niemand, wenn meine Katze daheim krank ist. Ich bin verpflichtet, meine Leistung auf den Platz zu bringen. Und das steht überall.
Und trotzdem sehr steuer, Rolf. Ja, bitte. Man kann es vielleicht auch, wir können noch lange über das reden. Vielleicht kann man auch sagen, du hast gesagt, Herr Albstag ist ein Bauchnusstein, wenn ich kenne ihn auch. Jetzt kann man vielleicht sagen, er hat sehr gerne Birchenmüsli und das ist eigentlich für ihn eher ein Kompliment. Oder? Und dann kann man das so eigentlich stehen lassen. Also hat das vielleicht, mit anderen Worten, er nimmt das selber nicht ganz so ernst. Und das hat man nicht auf die Golfwagen regen. Es ist klar, die Journalisten rufen immer an, wenn Feuer im Dach ist, wenn 3-4 negative Artikel sind und alle rufen aus und dann rufen noch schnell am Herrn Albstag anrufen. Ja, was soll ich denn differenzieren? Ganz lächerlich. Nein, das muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch noch Verständnis. Klar zeigt natürlich das, wie die Führung funktioniert. Wenn nachher der Philipp Studhalter als Präsident sagt, ja, es ist gut, dass er das sagt, oder wir stehen auch hinter der Aussage, ich bin halt ein Angestellter und darf ja überhaupt nicht aufmachen und muss mein Zeug machen. Das klingt dann halt fast noch ein bisschen komischer. Ja. Oder? Aber es sind halt Strukturen. Aber ich glaube, man darf es nicht überwerten, das tun Spieler nicht überwerten, man kennt das langsam und das ist halt in Gottes Namen so. Aber Dave, kennst du denn persönlich den Herrn Albstag? Oder sieht man den jemanden mal? Ich habe Herrn Albstag schon an verschiedensten Spielen gesehen. Ja. Begrüßt, kurzes Smalltalk, aber nicht mehr und nicht wenig. Nicht. Ja, gut. Aber ich meine, was er auch gesagt hat, ist, dass der Markus Babbel eigentlich wie nie richtig gecheckt hat, wie die Innerschweiz tickt. Und das tue ich mir ja schon. Er war ja gleich 3,5 Jahre da. Also, wie tickt denn die Innerschweiz überhaupt? Oder gibt es einen Unterschied zwischen wie tickt der FC Luzern und wie tickt die Innerschweiz? Also für mich ist es sicher eine ganz komische Aussage. Also, ich glaube, also, da kann man Markus Babbel also keinen Vorwurf machen im Umgang mit den Leuten, in der Geschäftsleitung, in der Geschäftsführung, mit den Journalisten, mit den Spielern und so. Also, da kann man ihm also sicher nichts vorwerfen. Er war immer freundlich, professionell. Also da denkt mir jetzt eine komische Aussage. Da ist der, glaube ich, der Herr Albstag auch ein bisschen weit weg vom Verein, denke ich manchmal. Ja, und wenn man die Entwicklung anschaut, seit der Eröffnung von der Swisspor Arena, hat es ja einige Wechsel gehabt auf verschiedenen Chargen. Also sie ist im Präsidium, sie ist in der Sportkoordination, sie ist aber auch in der Cheftrainerposition. Wer kann denn überhaupt der FC Luzern? Was muss man denn für ein Anforderungsprofil als, oder wie muss man sich denn auf den FC Luzern einlassen, dass das funktioniert und dass das matcht und dass das irgendwie dann funkt? Wenn das so einfach wäre, dass man einfach sagen kann, so und so, das braucht es, denke ich, dann würde man das machen. Entscheidend ist, dass man einfach bereit ist, alles zu geben, jeder Trainer, der kommt. Das ist beim Spielen so, das ist beim Sportchef so. Und ich nehme an, dass bei jedem Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle so ist. Jeder macht seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen. Und am Ende des Tages ist halt leider Gottes so im Fußball, dass Resultate halt schon sehr entscheidend sind, ob jemand länger neu mit ist oder weniger lang so ist. Ist aber beim Spielen auch so. Der Spieler muss auch über eine gewisse Zeit oder über längere Zeit gut spielen, dass er weiter hinten spielen darf, weil sonst wird er ja ersetzt. Also ich glaube, dass es wie überall ist. Es geht einfach darum, dass man mit bestem Wissen und Gewissen seinen Job macht. Und mit, vor allem, das finde ich etwas ganz Wichtiges, dass man das, was man macht, mit totaler Überzeugung macht. Und jeder darf Fehler machen, aber entscheidend ist, was macht man aus Fehlern. Mhm. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, um erfolgreich sein im Fußballbusiness. Das finde ich, oder kann ich mir gut vorstellen, dass das in der Privatwirtschaft auch so ist. Und das ist bei der Beziehung daheim mit der Frau, glaube ich, das, was ich so mitbekomme. Genauso. Für mich ist einfach ganz klar, die Rückendeckung ist nicht mehr rum. Das haben wir schon manchmal erlebt, auch beim FC Luzern, dass halt die Rückendeckung für die wichtigen Chargen, Sportchef, haben wir schon x-mal gewechselt hat. Jetzt ist auch der Trainer, man hat gemerkt, die neue Führung, CEO Kählin, Sportchef Meier, dass die nicht hinter dem Trainer mehr stehen. Früher war der Rudi Steiger Präsident, er ist hinter dem Trainer gestanden, er hat ihn durch alles gestützt, kann man sagen. Ja. Und jetzt ist es halt ein anderer Fall, es ist eine andere Führung und es sind noch andere Verwaltungsräte, die wir jetzt nicht davon geredet haben. Es ist nicht nur der Herr Albstag, da gibt es Geld, das grosse Geld und da sind noch ein paar andere, die halt da noch mitreden. Also abschließend zu dem Thema Rolf Ringer, ist die Entlassung der richtige Entscheid gewesen beim FC Luzern? Ja, aufgrund von dem, was passiert ist, aufgrund von der Äußerungen von Markus, ist klar, ist schwer gewesen. Da hat man nicht können ihn behalten und dann mal schauen, wie sich das angeht in der Rückrunde. Ich glaube, der Sieg von gestern hat auch mit dem frischen Wind zu tun. Es hat auch ein bisschen etwas ausgelöst, nicht nur in der Mannschaft, sondern in der Region. Ich meine, man hat jetzt Cheryl Suane als eigene Identifikationsfigur, mit Remo Meier als eigene. Also das ist sportlich einfach schon mal etwas, was die Innerschweizer gerne haben. Und die haben Kredit und die Art und Weise vom Auftritt gestern ist der richtige Weg auch für die nächsten Spiele.
Das mit der Führung muss man vielleicht ein bisschen speziell anschauen. Das ist wieder etwas anderes. Aber rein sportlich, denke ich, die kennen einander, die haben eine gewisse Solidarität, die stützen einander. Die haben auch einen Jerry, das kann ich an dieser Stelle sagen, das war bei mir Spieler. Der war immer eine Persönlichkeit als Spieler. Er hat vor allem auch das Auge. Er konnte antizipieren, er konnte das Spiel lesen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für einen guten Trainer. Und hat die Abstiegskämpfe mitgemacht. Ich kann mich erinnern, mit Dave, 11 Spiele, 2 Punkte vor 7-8 Jahren. Da war er der Innenverteidiger, ein ganz wesentlicher Spieler. Und hat all die Zusammenhänge gesehen, wie das du kannst, quasi, wenn du schon hoffnungslos verloren bist, eben hinten rauskommen. Und darum ist es auch, ich sage jetzt mal, der richtige Trainer. Wir nehmen jetzt das Beispiel von Gabri Bisillon, der durchaus ein ganz toller mit seiner Philosophie bei Barcelona. Aber es war nicht gefragt bei Bisillon, wenn du Letzter bist. Mhm. Bei Luzern ist das gefragt, dass einer genau weiss, auf was drauf ankommt, wenn man so im Abstiegskampf ist. Und darum ist das eine ganz gute Lösung. Und ich denke, die muss man auch unterstützen und die tun es auch unterstützen. Ist jetzt ein schöner Übergang gewesen, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Jetzt kommen wir eben zu dem neuen Trainer noch ein bisschen zu sprechen. Roger Wehrli, bist du eurer Meinung, ist das der richtige Trainer jetzt für der Abstiegskampf in Anführungszeichen für die Rückrunde? Ich kann das zu wenig beurteilen, weil ich ein bisschen weiter weg bin. Ich habe nicht mehr so gross verfolgt. Ich war ein bisschen in den Ferien. Und, für mich kann es so sein, wie jetzt ein Trainer ohne beurteilen. Mhm. Zudem ist faziert sie nicht nach 5 Matchen und dann sehe ich es. Also, für mich ist einfach klar, was ich vorher schon gesagt habe, es war einfach die billigste Lösung. Wir hatten den teuersten Trainer. Mhm. Mir ist klar, den Vertrag hat man nicht mehr verlängern. Ein Fischer, da haben sie sich wahrscheinlich gar nicht getraut, nachzufragen. Aber wie du gesagt hast, Rolf natürlich einer vom FCL. Und dann dunkt es mir aber gleich komisch, dass man einen Stefan Marini, der ein Meisterspieler war, hat mit Kriens Erfolg gehabt, er hat jetzt so, kann ich nicht beurteilen bei den Auswahlen in der Nazi, mhm. aber trainiert, glaube ich, U16, Dave, da weißt du vielleicht. Und er hat dort Erfolg und wir haben ihn nicht angefragt. Also hat man eigentlich die Lösung schon klar gewusst. Sioane wird Trainer. Gut, macht natürlich Sinn. Jerry Sioane ist natürlich jetzt ein paar Jahre in der U21 und hat die ganze Philosophie. All die Jungen, die Markus Papp gebracht hat, sind durch die Hände von Jerry Sioane. Also er kennt Spieler, er kennt die Situation vom letzten Tabellenplatz oder vorletzten. Und das ist natürlich ein wichtiges Gut in so einer Situation. Natürlich hätte man auch Hansi Buri oder dich können fragen können. Nein, nein, nein. Aber so heilig jetzt noch. Ja, nein, aber ich sage einfach, oder? Man hat ja einen auch ein bisschen aufgebaut auf so eine Situation. Und darum war es eine ganz logische Übergabe am Schluss. Du hast ja eben privat auch engen Kontakt mit dem Jerry Sioane. Hast du das so ein bisschen gespürt, dass er auf das aspiriert? Auch in der Vergangenheit. Also er war jetzt in Ruhe 21, hat seine Karriere mehr oder weniger uns jetzt so ein bisschen aufgebaut und geplant. Hast du gedacht, dass er das in die Richtung geht? Also, als Jerry aufgehört hat mit Fußball, ist ja für ihn eigentlich relativ sofort klar gewesen, ich wollte irgendwann Trainer werden. Und jetzt war er 7 Jahre am Stück Trainer gewesen beim FCL, hat angefangen in der U15, ist nachher in der U18 und jetzt glaube ich 3-4 Jahre U21. Und mir hat schon gemerkt, dass er die letzten 2-3 Jahre sich immer konkreter mit dem nächsten Schritt befasst hat. Was ich von ihm auch immer wieder gehört habe, aber ich mache nicht irgendetwas, sondern ich will wirklich irgendetwas machen, wo ich dahinter stehe, wo ich überzeugt bin und wo ich Freude habe. Er hat sich sehr intensiv vorbereitet auf die Zeit, so intensiv, was eigentlich gegangen ist, mit Weiterbildungen, mit man kann heute im Internet ganz, ganz viele Sachen schauen, oder zu, einfach um sich weiterbilden, um sich weiterentwickeln. Er hat das vier entwickelt für den Trainer. Ja, komplett, komplett. Also es hat Nachmittage, wo ich immer mal angerufen habe, gefragt habe, was machst. Dann war er irgendwelche Pressekonferenzen von Trainern am Schauen, vom Wochenende. Mhm. Vielleicht einer, der gut war, vielleicht einer, der ein Problem hat, vielleicht einer, der ein Spieler sich nicht gut verhalten hat. Mhm. Einfach, was möchte die Trainer? Und all das nur für ihn zum Weiterentwickeln. Und da hat man schon gemerkt, da ist einer, der jetzt wirklich wartet oder sich die Chancen erhofft, dass sie kommt, dass sie dann so schnell kommt. Und ich denke jetzt schon auch im Idealfall, gerade beim FCL, das hätte man sich eher vielleicht nicht so können denken in der Vergangenheit. Ja. Wir haben Jerry Sioane selber gefragt zu seiner Karriereplanung und hören schnell, was er dazu zu sagen hat.
gut, einerseits als allererstes, dass der Verein auf mich zugekommen ist und Interesse gezeigt hat. Das bedeutet mir viel. Grosse Freude für mich. Gewisse Wertschätzung auch für alles, was ich in der Vergangenheit geleistet habe für den Verein. Sowohl als Spieler wie auch als Nachwuchstrainer. Denn wenn man sich 7 Jahre lang im Nachwuchs befindet und all die Trainerdiplom macht und von Stufe zu Stufe aufsteigt, irgendwann ist, merkt man, dass man eine gewisse Leidenschaft hat, auch zum Weiterkommen. Und ich habe in den vergangenen 2 Jahren die ein oder andere Anfrage von anderen Vereinen, wo ich das Gefühl hatte, bin ich noch nicht bereit oder es war auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und jetzt im Januar habe ich jetzt gefunden, jetzt ist der richtige Moment, der Verein ist interessiert, wir wollen die gleichen Wege gehen und darum ist es für mich sofort in Frage gekommen. Ja, und trotzdem, Rolf Ringer, also der Sprung dann in den Profisport, also vom U21, vom Juniorentrainer zum Profitrainer oder einfach im Profisport, in der ersten Mannschaft, ist ja schon noch recht gross. Und dann geht in den Abstiegskampf. Wo liegen da die Gefahren? Ja, die Gefahren, da kannst du jeden Trainer holen. Es ist immer, man muss es am Schluss einfach schaffen. Und nochmal, man muss einfach das Know-how und das Wissen mitbringen. Und man muss es einmal gemacht haben. Und er hat es als Spieler gemacht. Und die Zusammenhänge, die sind immer die gleichen, wenn ich rauskomme. Mhm. Also er bringt sehr viel mit. Ich meine, 39. Bei 39, da habe ich, glaube ich, 2-mal Meister in der Bundesliga. Also ich habe schon so viel gemacht, das ist also nicht wahnsinnig früh. Mhm. Als Beispiel. Also man kann auch mit 30, 33, in der Bundesliga hat es jetzt tätig, sind auch nicht 30. Ja. Ich sage, ein junger Trainer, mit einer guten Führung kann man auch einen ganz jungen Trainer, der Cherry ist kein junger Trainer, man ist total vorbereitet, hat die Jahre geschafft in Luzern, er kennt alles, er weiß, wie man sich verhalten muss in einer schwierigen Situation. Also er ist total parat für die Aufgabe und darum ist es auch eine gute Lösung. Mhm. Also mit 39 in der heutigen Zeit sagen, ja, ins kalte Wasser, oder Fußball ist Fußball. Mit 39, wenn ich jetzt so trainiert habe wie er, dann traut man sich auch das zu. Er war ja als Spieler schon einer, der die Meinung gesagt hat. Also er hätte das auch vor 5 Jahren schon machen können. Mhm. Aber ich weiss, man hat auch, wie der Dave sagt, er hat sich geschafft, hat sehr viel auch noch, ich sage jetzt mal, Coaching-Sachen gemacht. Er hat da sich noch verbessern und das hat auch gezeigt, dass er unbedingt will. Und einer, der unbedingt will, und alles gibt dafür, der kommt immer die Chance nehmen. Das ist im Leben so. Aber also absolut parat für die Aufgabe. Sportlich also ein bisschen Aufbruchstimmung beim FC Luzern. Ist das aber möglich? Also ich meine, es muss ja auch irgendwo eine gewisse Ruhe in der Geschäftsstelle, oder? Also sportlich merkt man jetzt, da kommt ein neues Team zusammen, oder? Auch noch mit dem Michel Renkli, der du 21 übernimmt, und der Konditionstrainer Fischer, der das übernimmt. Es muss ja aber auch in der Geschäftsstelle muss ja irgendwo ein bisschen Ruhe einkehren, dass nachher das Gesamtpackage funktioniert, oder? Wie siehst du das, Roger? Ja, in Luzern, da kannst du vergessen, dass dort mal Ruhe wird sein. Also selbst wo wir Meister geworden sind, war keine Ruhe dort. Nur hat es dort einfach keine Verwaltungsräte gegeben. Ja. Dort hat es einen Präsidenten gegeben, dort hat es einen Finanzchef gegeben und das war der Trainer gewesen. Das sind 3 Leute, die entschieden haben. Und heute kann ja jeder reinschnurren, der irgendein Verwaltungsrat ist. Und das ist für mich eines der grössten Probleme im Schweizer Fußball. Und ich bin nicht sicher in den Verwaltungsräten dort beim FC Luzern, ob die wirklich mit dem Herzblut wie früher ein Herr Simeoni oder ein Stierliwald, das waren noch Patros, oder? Die hast du noch angeschaut, aber ich glaube, an einen Steger und so, da schaut niemand auf einen Spieler. Also, natürlich hat man den Respekt, nehme ich an. Aber das sind die ganz andere Leute und die können da mitentscheiden. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Gut, die kleinen Spieler schauen schon noch mal. Also einer, der darf mitschnurren und das heisst, euch muss mitreden, ist ja der Sportkoordinator der Remo Meier. Und was er da dazu zu sagen hat, das hören wir uns an nach einer kurzen Pause. Bleibt also dran. Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen. Zurück bei Heimspiel, der Fußballtalk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. Das Thema heute ist der FC Luzern. Bei mir zu Gast sind der David Zibung, einer der Urgesteine, der noch aktiv in der Mannschaft ist. Dann der Dani Wirsch, Journalist bei der Luzerner Zeitung. Der Roger Wehrli, ehemaliger Nazi- und Luzerner Spieler. Und wie immer ist ein Teleclub Fußballexperte, der Rolf Fringer. Ja, wir haben jetzt über den neuen Trainer geredet, über den Cherry Seoane. Jetzt haben wir aber auch noch einen weiteren
sagen wir mal in Anführungszeichen, unerfahrene Komponente, das ist der Sportkoordinator, der Remo Meier. Eigentlich sehr ein unerfahrenes Package in dem Sinn. Was für eine Rolle hat er jetzt gespielt? Das ist jetzt schon ein griechisches Entscheid, der Trainerentlassung, die er jetzt verantworten muss. Was heisst das jetzt im Team, jetzt so eine Rolle zu verringern, wenn jetzt eben so ein junger Trainer wie der Jerry Suane, also nicht vom Alter her, aber von der Erfahrung her, und Remo Meier war ja auch nicht schon so, noch, also so lange im Business ist. Ja, aber sie sind in einem guten Alter. Natürlich, der Remo Meier hat man als Sportkoordinator eingestellt, wohlweislich, dass er vielleicht nicht viel Macht bekommt, dass er sicher sich betätigen kann, aber dass man gleich auch noch ein bisschen reinreden kann. Wobei, ich muss sagen, der Remo Meier wird das gut machen. Was er gemacht hat, hat eigentlich jetzt immer Hand und Fuß. Die Wahl von Jerry Suane hat er sicher auch gespürt, dass das genau der Richtige ist zum richtigen Moment. Und er, meine, wenn man ihn kennt als Fußballer, hat ja Spiele auch können lesen. Also er sieht den Fußball und er sieht Zusammenhänge. Mhm. Mit anderen Worten denke ich, dass er jetzt als Sportkoordinator angestellt worden ist, aber vielleicht immer mehr sich durchsetzen und immer mehr Macht bekommt. Es wäre ihm zu wünschen, dass nicht die, die vom Fußball nicht verstehen, zu viel entscheiden wollen, sondern dass man jetzt sie zwei machen lässt, die sportlichen Fragen entscheiden. Und dann bin ich überzeugt, dass die am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. Also so gesehen denke ich, dass er gut zu tun. Duo. Sie kennen einander, sie vertrauen einander, sie sind total solidarisch. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das strahlt man dann eben auch aus in die Öffentlichkeit. Mhm. Da ist nicht irgendein Sportchef, der von weit kommt, oder ein Trainer, der von weit, wo man nicht weiss, wie man zu dem steht. Da merkt man, das sind zwei, die sich extrem gut kennen, die wahrscheinlich eine ähnliche Philosophie haben, ähnliche Spielertypen waren, sind es auch gehabt für die Situation, das alles schon miterlebt haben, dass ein Abstiegskampf ist. Also, ich muss sagen, darum habe ich gesagt, bei meinem Zitat, für den FCL ist das sportlich eine gute Lösung. Das hat absolut Zukunft. Wichtig ist, dass man jetzt ihnen vertraut und machen lässt und sie unterstützt. Und dann sehe ich eigentlich für den FCL eine gute Zukunft. Ich sehe, dass die Presse in Luzern auch so. Also es ist natürlich immer die Frage, wie es läuft. Oder? Jetzt haben wir einen guten Start gehabt gestern. Jetzt hofft man, dass es so weitergeht. Wenn es dann wieder ein bisschen schlechter läuft, dann sehen wir dann wirklich, ob das vertappt miteinander. Mhm. Suane und Meier. Und jetzt auch beim Remo Meier kommt es natürlich auch darauf an, wie die neuen Island, Gvilia Čirković, die er geholt hat, wo eigentlich unbekannte Spieler sind hier in unserer Region, wo man nicht weiß, ob man wirklich gekauft hat. Er weiß es hoffentlich und die schlägen hoffentlich ein. Und das ist natürlich die Welt in der Ordnung, wenn das der Fall ist. Mhm. Ja, dazu hören wir doch schnell, was der Remo Meier zu diesen zwei neuen Transfers zu sagen hat. Ja klar, das tue ich immer mit dem Trainer absprechen. Das ist kein Eingang. Der Spieler muss nachher der Hauptsache dann auch mit dem Trainer zusammenarbeiten können. Das sind die zwei Positionen, die wir offen hatten. Wir haben etwas noch im zentralen Mittelfeld machen, etwas Kreatives. Und dann hinten auch mehr oder weniger erfahrene Spieler dazunehmen zu diesen drei Jungen. Weil auch Schindelholz und Alves sehr mit Verletzungen zu kämpfen hatten in der Vorrunde. Und darum sind wir auf die zwei Spieler gekommen. Ja. Ja, man hat etwas machen jetzt in der Winterpause. Ist es also so schwierig, in der Winterpause unter Umständen namhafte Spieler zu holen? Oder, also ich interpretiere das so ein bisschen, ja, man hat einfach etwas machen müssen. Ist das Kader zu schlank jetzt für die Rückrunde? Oder wie seht ihr das jetzt zum Beispiel du als aktiver Mitspieler? Also, hat es das gebraucht, jetzt die zwei Transfers? Transfers bedeutet ja immer auch ein bisschen frischer Wind, neuer Konkurrenzkampf in einer Mannschaft. Und wenn jemand im Abstiegskampf ist, ist etwas Neues meistens nicht so schlecht. Noch etwas Neues, das in die Mannschaft reinkommt. Ich kann über die Qualität von diesen zwei Spielern noch nicht viel sagen. Sind die jetzt aber schon im Training? Sie sind im Training, aber sie haben Problem gehabt. Die Arbeitsbewilligung war nicht vom ersten Tag an da. Und da muss man glaube ich, ein bisschen aufpassen, versicherungstechnisch, dürfen sie mittrainieren oder nicht. Mhm. Also, das hat der Trainer auch gesagt, dass es auf Lausanne noch kein Thema ist. Allenfalls jetzt auf Spiel gegen GC, dass sie eine Option werden. Wichtig ist, dass die Spieler, und das habe ich erkannt, die Woche, wo sie jetzt bei uns aber schon in der Garderobe sind, in der Mannschaft die bewegt haben, sie wissen, wo sie hergekommen sind. Sie wissen, wie die Situation da ist. Mhm. Und aufgrund von ihrer Körpersprache zeigen sie mir, dass sie bereit sind, da auf Luzern zu kommen und am Verein und der Mannschaft zu helfen, am Abstieg zu gehen. Mhm. Das ist das, was ich bis jetzt sagen kann in dieser Woche. Fußballerisch erhoffen wir uns natürlich, dass am Remo Meier und am Jerry Suane da zwei Glücksgriffe gelungen sind.
Aber am Ende des Tages ja, es sind nicht nur die zwei, die in der Mannschaft drin sind, sondern wir haben einen Kader von 3, 4, 25 Spielern. Mhm. Und jeder ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist in die Verantwortung gezogen worden. Und wir müssen die Verantwortung jetzt auch tragen für den FC Luzern. Roger Wehrli hat es gebraucht, eben im Mittelfeld, einen noch ein bisschen kreativer Spieler und einen erfahrenen Abwehrspieler. Jetzt so. Wie siehst du das aus deinem? Ja, wenn man es vorrunde betrachtet hat, ist es sicher wichtig, was sie gemacht haben. Mhm. Und, aber es sind ja nicht grosse Namen gewesen. Es sind nicht grosse Namen und wir haben es natürlich kurz vor einem Transferschluss noch geholt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen gängig geworden, jetzt kurz vor Transferschluss noch Transfer zu machen. Aber wie fit das die sind, man kann ich natürlich nicht beurteilen. Also Georgien kommt, glaube ich, der eine. Und ob die, ich weiß nicht, ob die noch trainiert haben. Die haben ja eine ziemlich lange Winterpause. Mhm. Und, aber für mich war es wichtig, weil die junge Mannschaft braucht sicher noch zwei, drei. Meine, ja. Man hat ja den Dave auch nicht mehr, oder? Man hat jetzt so Omlin im Goal. Er war natürlich schon ein älterer Hase und eine Persönlichkeit. Und vielleicht sind das eine von diesen zwei Persönlichkeiten, die gut diese junge Mannschaft. Weil da muss man im Babbel auch noch sagen, wenn er die jungen Spieler gebracht hat, mhm. Die kommen jetzt nicht vom Cherry um den Null. Die haben schon bereits mit Herrn Babbel gespielt. Also, und da habe ich natürlich eine riesen Freude als Innerschweizer. Eine rüdige Freude, würde man sagen. Entschuldigung. Eine rüdige Freude habe ich natürlich, wie so die Jungen kommen. Und der Vargas hier, das ist wunderbar. Da lacht dein Herz. Wunderbar zum Zuschauen, ganz ein frecher Keim. Und da gefällt mir. Ich hoffe, sie gehen als Persönlichkeit aus einem frechen Keim. Gut, grundsätzlich wegen der Transfer im Winter, in der Regel ist das natürlich schwierig. Oder in der Regel kommst du nicht gerade den über, der topfit ist, weil der schaut dir ja noch jemand. Du musst viel Geld in den Sack nehmen. Ich glaube, der FCL tut gut daran, dass die Spieler, die bis jetzt beim FCL waren, genau den Charakter weiterentwickeln und auf sich selber schauen. Wenn dann einer von diesen zwei Neuen in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Wochen einmal ein Thema wird, weil die müssen ja auch eingespielt werden. Also auch als Zuschauer, wo sie nicht warten, bis ja, der hoffentlich spielt der nächste Woche oder übernächste Woche. Mhm. Also die ersten zwei Monate sind die wichtig, die jetzt da sind. Ja. Dass einer dann mal in die Situation hineinwachsen kann in den nächsten 1, 2, 3 Monaten. Das ist durchaus möglich, aber da darf man nicht zu viel erwarten. Also von dort her, Transfer im Winter sind immer schwierig, weil die sind nicht eingespielt, die haben keine Spielpraxis. Guter Vorteil ist, sie sind nicht müde und sie sind frisch, aber gleich, es geht einfach ein Zeitchen. Darum ist die jetzt da sind, die müssen eigentlich den Karren aus dem Dreck ziehen. Vielleicht werden sie noch unterstützt durch die Zugänge. Durchaus möglich, aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn man so denkt. Aber du bist ja gleich ein akribischer Beobachter von der Gesamtszene. Hat es diese Komponente jetzt noch gebraucht? Wie siehst du das? Ja, sicher. Also ich glaube, ein Kreativer in der Mitte, nachdem der Neumeier nicht mehr war, das ist sicher etwas, wo dem FCL gut tut, wenn dann der mal topfit ist und integriert ist. Aber der Cherry Swann hat ja dort schon jetzt mal den Christian Schneuli wieder ein bisschen mehr ins Zentrum genommen, weil er eben von jeder Position Goal schiessen kann. Hat das schon gestern eigentlich wieder bewiesen. Und von dort her haben sie gleich auch kreative Spieler. Aber einer, sage jetzt, der alles dann kann, oder? Ich meine, der Delgado ist auch gegangen. Es gibt keine Szene mehr, die nach hinten nichts macht, aber gegen vorne. Also muss ziemlich komplett sein. Mhm. Oder? Und da ist der Schneuli, bringt auch viel mit in dieser Position. Aber wenn einer sich top entwickelt und die Fähigkeiten mitbringt, dann kann der FCL so einen dann schon brauchen. Bei der Innenverteidigung hat man jetzt immer ein bisschen Mühe gehabt. Da sind immer alle mit Argus-Augen beobachtet worden. Die Jungen machen das durchaus gut. Man hat noch einen Knesewitsch, der irgendwie, oder, in so Situationen muss ja einen haben, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Der wird nicht absteigen. Aber irgendeiner, der von weiss ich kommt, der Gott sei Dank, wenn ich halt absteige, dann hat mein Berater wieder etwas anderes. Also, ich muss die haben mit dem Luzernerherz und der Leidenschaft. Und ich glaube, darum habe ich gesagt, die eigenen müssen den Karren aus dem Dreck ziehen, wenn andere können helfen können. Tant mieux, aber das ist der Weg, denke ich. Dani, wie hast du in deinem Zitat gesagt, der Cherry Seoane hat den Draht gefunden, hat jetzt den ersten Sieg gelandet, aber es steht noch ein steiniger Weg vor dem FC Luzern. Also, das merken die Spieler selber, der Trainer selber auch, dass sie das natürlich mit dieser Substanz von dem Kader, dass man jetzt einfach nicht davon ausgehen kann, dass der Abstieg einfach so verhindert werden kann. Dass sie alle müssen wirklich voll kämpfen und machen bis zum letzten Spieltag, dass das verhindert werden kann, der Abstieg. Im Moment sieht es aus, dass sie auch eine schlechte Karte hat. Es sind 6 Punkte, aber trotzdem, wir wissen, eben genau mit den neuen Ausländern, was die bringen, das haben wir jetzt diskutiert. Einfach die Substanz von dem Kader ist nicht wirklich ein sicherer Faktor, dass man nicht runtergeht. Die Direktbeteiligten, die Spieler wie die Trainer sagen, wir sind überzeugt, wir steigen nicht ab. Von wo die Zuversicht? Ja, wir kennen natürlich die Qualität von jedem einzelnen Spieler
ein bisschen intensiver als der Außenstehende. Sprich, Außenstehende sehen einfach den Match am Wochenende und bewerten. Wir sehen sie 6 Tage in der Woche im Training und wissen, was einer für ein Potenzial hat. Dann ist ja einfach das Entscheidende, dass er am 7. Tag der Woche, dass die Rädchen alle ineinander hineingreifen und der eine mit dem anderen und alle zusammen ein bisschen harmonieren, dass man erfolgreich sein kann. Solidarität wird das Wort sein, das uns die ganze Rückrunde begleiten wird. Und wenn wir eine Solidarität und eine Geschlossenheit an den Tag legen, wie jetzt im ersten Spiel gegen Lausanne, dann werden wir in Zukunft Punkte holen. Wenn einer meint, es geht jetzt von alleine, werden wir sofort Probleme haben. Sprich, werden Niederlagen einfahren. Also gibt es wieder Unruhe, gibt es wieder Unsicherheit. Und darum ist es sicher eine Aufgabe von uns älteren Spielern auch, dass man wirklich jetzt den Fokus hoch behaltet, dass das Gruppengefühl wirklich so zusammenbleibt, dass der Hinterste und der Letzte, wie es auch so schön sagt, am gleichen Strick und vor allem in die gleiche Richtung sind. Das ist jetzt einfach die Basis für uns, für die Rückrunde. Und dann werden wir schaffen. Wenn einer meint, ich kann etwas weniger oder ich kann mit einer Hand ziehen, kommen wir einfach so viele Probleme über. Ich bin total überzeugt vom Potenzial der Mannschaft, dass wir am Abstieg entgehen können. Aber die Basics, die müssen wir von Wochenende zu Wochenende, von Spiel zu Spiel, 90 Minuten auf den Platz bringen, sonst gibt es Probleme. Wenn wir auf die Tabelle schauen, wird es ja sehr eng, Roger. Also er hat wie ein Sportchef und wie ein Trainer, muss ich also sagen. Vielleicht ist er ja auf dem Weg zum Funktionär. Bist du geschult worden oder was? Also, ich bin schon lange bei Luzern. Interessanter als ich da natürlich zu. Aber der Dani hat natürlich auch recht. Es gibt einen steinigen Weg, Dave. Da weisst du, ich auch, wie wir alle hier rein. Weil Lugano hat gewonnen heute in Basel, oder? Ja, darfst du nicht vergessen. Genau. Ist eigentlich der CEO, der einfach einen auf die Schnitze bekommen hat. Und der gibt es heute sicher einen Trainerwechsel, nehme ich an. Wenn der Gonzo dann nicht gesperrt ist im nächsten Match, dann wird er auf der Trainerbank hocken. Aber das ist ein steiniger Weg, Dave. Denk doch mehr, du wirst noch mitdenken. Die spannendste Saison seit langem in der Schweiz. Grossartig, bravo. Das wissen wir, das sind wir uns bewusst. Und es ist sicher, meine, wir haben über den ganzen Dezember und die ganze Vorbereitung haben wir die Tabelle gesehen, wir sind zweitletzt. Wir wissen, was wir zu tun haben. Nur das Wissen allein bringt nichts. Wir müssen etwas machen. Und wir sind verpflichtet, etwas zu ändern. Wir und nicht der andere und nicht der Zuschauer. Und der Herr Würsch hilft uns auch nicht auf dem Platz. Wir müssen es machen. Und er tut es nachher bewerten. Ja. Er hilft dafür, wenn der Bericht rollt. Es sind aber auch nicht viele Punkte, wo nach oben an. Also es braucht nicht viele Punkte. Und dann ist man auf dem 3., 4. Platz, oder? Das ist ja so. Es ist eigentlich der sich richtig an der Abstiegsgefahr entziehen kann. Der ist schon Hauptkandidat für die Euroleague. Also sind das, die 3-4 Punkte bis zum 3. Rang, das ist eigentlich 9. Also wer sich fängt und von hinten rauskommt, das ist ein ganz heißer Kandidat für die Euroleague. Nur der, der jetzt auf dem Euroleague-Platz und Probleme ist und Probleme bekommt, das ist ein ganz heißer Kandidat zum Absteigen. Ja. Also es kann von einem Extrem total ins andere kommen. Das ist natürlich für den Zuschauer sensationell. Also das haben wir noch gar nie gehabt, also, soweit ich mich mal erinnere. Die Spannung, oder? Es kann jeder nach hinten von diesen 8 Bereichen, aber es kann jeder von diesen 8 Euroleague noch schaffen. Natürlich heute auf dem Papier Sion, wenn du heim verlierst, mit all diesen Problemen, sicher eine schwierige Situation, aber alle anderen haben beide Möglichkeiten, die sie selber in der Hand haben. Schauen wir doch zum Schluss der Sendung noch schnell in Zukunft. Wird das eine Liebesgeschichte, Jerry Seoane und FC Luzern, für unter Umständen eine lange Zeit, Dani Wirsch? Also ich bin eigentlich überzeugt, dass bis zum Sommer wird es eine gute Rückrunde geben, dass er das wirklich meistern kann, jetzt mit dem Elan, den er an den Tag legt, mit dieser Mannschaft zusammen, an einem Strick ziehen in die gleiche Richtung. Und nach dem Sommer wird es wieder eine Neuorientierung geben und die neue Saison wieder, der muss planen und alles. Das ist wieder eine neue Herausforderung und da werde ich wieder meine Meinung dazu sagen. Aha, aber ich denke, dass die Rückrunde, also wenn es ein steiniger Weg ist, dann behalte ich meine Meinung. Aber sie werden es schaffen, da bin ich eigentlich überzeugt. Roger Wehle, was meinst du? Ja, Jerry ist klar, das war als Spieler schon so. Wenn er Erfolg hat jetzt so mit dem FC Luzern, dann wird er nachher in der neuen Saison, wenn er ein Angebot hat, wird er gehen. Der Kohle noch. Dann wird er gehen? Ja. Dann wird er den FC Luzern gehen? Ja, sicher. Der hat er schon als Spieler gemacht. Schon? Ja. Es war keine Treue. Nicht? Nein. Aber ich meine, zuerst muss er ja... Also muss er Karriere erklären, Jerry. Ja. Also kaum war er bei Luzern, gut gespielt, ist er auf Sion. Und gut, Sion verdient wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei Luzern.
Also er ist eigentlich dann schon zu früh gegangen, ist dann auch noch Corunia. Wobei, er ist jetzt ein Jungtrainer. Also, wir nein, nein, er ist ein alter Hase, sagt er auch. 39 ist er schon. Ja. Nein, für mich ist klar, wenn er Erfolg hat und kommt ein Angebot von einem guten Verein, wird er ganz kurz, Rolf. Gut, aber das ist ja nichts Verwerfliches. Also grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, dass er jetzt der Richtige ist an diesem Platz, dass er seine Fähigkeiten wird können ausspielen, die dem FCL werden helfen. Und das kann durchaus mittelfristig zusammen mit dem Remo Meier, wenn man sie arbeiten lässt und sie unterstützt, kann das Erfolgsgesicht sein, also Liebesbeziehung. Also One-Night-Stand hat er jetzt schon hinter sich. Und bin überzeugt, dass das durchaus eine längere positive Geschichte werden kann. Ja. Das war schon wieder von der ersten Sendung nach der Winterpause. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. David Siebung wünsche ich eine erfolgreiche Rückrunde. Danke. Vielen herzlichen Dank, Tani Wirsch, für den Besuch, Roger Wehrli und Rolf Fringer. Dann noch etwas in eigener Sache. Live-Fussball gibt es schon bald wieder hier auf dem Sender Teleclub. Und zwar schon morgen Abend, Montag, um 7:45 Uhr, spielt in der brack.ch Challenge League der FC Aarau gegen den FC Schaffhausen. Nächsten Sonntag geht es weiter mit Heimspiel. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart und bleibt am Ball. Gute Nacht miteinander. Spiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen.